Hier bin ich wieder, mit neuem Speicherblock und neuem Safe State. Ich höre schon die Kampfmusik von dem Vieh. Haben wir in dich schon reingeschaut? Ich will das nicht noch einmal probieren, weil... Genau deshalb. Da haben wir, glaube ich, schon mal reingeschaut. Ich werde dich jetzt einfach weiter mit meinen Eiern beschießen. Lustig. Mit Eiern beschießen. Lassen wir das. Oder so vielleicht. Ah. Autsch, das hat wehgetan. Jetzt bin ich aber echt sauer. Sehr überzeugend. Alle guten Dinge sind drei. Also schätze ich, dass wir ihn jetzt noch einmal treffen müssen. Hör auf. Hey. Hey. Lass mich in Ruhe. Ab zurück in dein Muschelhaus. Wo ich jetzt reingehe. Hausfriedensbruch. Und Körperverletzung, beides. Weil es wird ihm ja wohl wehtun, wenn ich in seinem Haus rumgehe, oder? Schätze ich mal. Grob. Außerdem habe ich mich schon immer gefragt, wo der jetzt hin ist. Er hat sich in sein Haus zurückgezogen, aber in seinem Haus ist er nicht. Ach so, die ist noch am Leben. Habe ich jetzt erst bemerkt. Chigi. Da kommt sofort ein Safe State. Die Tastatur wird rausgefahren. Die Tastatur wird reingefahren. Der Controller wird betätigt. Genau gesagt, der Stick am Controller wird betätigt. Genau gesagt, der linke Stick am Controller wird betätigt. Genau gesagt, wir werden jetzt aus dem Häuschen rausgehen. Genau gesagt, Kazooie wird uns aus dem Häuschen rausbringen. Der Soundtrack gefällt mir übrigens sehr gut. Auch wenn ich den von Banjo-Tooie noch ein bisschen besser finde. Ehrlich gesagt. Aber der hat's auch schon drauf. Waren wir da hinten schon? Wie viele Chigis haben wir? In der Welt insgesamt haben wir 14. Hier haben wir 6 Stück. Da haben wir 10. Und in Gruntildas reichen wir nur einen exakt. In Mumbo's Mountain waren wir 22 Minuten 52 und hier sind wir bisher schon über 30 Minuten. Das heißt, wir sind bisher, wo wir noch nicht mehr fertig sind, schon länger als in der ersten Welt, Mumbo's Mountain. Mumbo's Zuhause. Da waren wir sicher noch nicht oben, weil da hatten wir den Move noch nicht. Du bist da ganz einsam. Tut mir leid. Du darfst aber nicht explodieren. Das will ich nicht. Es tut nämlich weh. Jetzt holen wir aber tatsächlich dich und werden nicht davor schon wieder runterjumpen. Da fehlt nur noch einer. Genau oben können wir noch hin, wieder auf den Gipfel. Weil da war ja letztens auch so ein Sprungfeld, das wir noch nicht benutzen konnten. Und ich denke, das werden wir jetzt aber wohl benutzen können, oder? Das war, glaube ich, wenn wir geflogen sind von der einen Stelle aus, oder? Die Frage ist nur, wie komme ich dahin, ohne dass meine Leben Schaden erlangen? So jedenfalls nicht. Jetzt lächeln die beiden noch, obwohl sie nur 2 Leben haben. Beziehungsweise 2 Waben, 7 Leben. Da oben war die Flugplatte. Bin ich sogar den schnellstmöglichen Weg gegangen. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ich kratze mich mal eben am Ohr. Das heißt, ich musste das Headset bewegen. Das heißt, ihr habt das vielleicht gehört. Das heißt, ihr werdet jetzt vielleicht genervt wegschalten, weil ihr dieses Geräusch unangenehm findet. Und das heißt, ich verliere Zuschauer. Und das heißt, ich verliere Reichweite, die ich nicht habe.
Da oben waren wir schon. Genau, da haben wir das gedrückt. Und dann war da irgendwo eine Sprungplatte. Die war hier. Oh Gott, unser Leben. Ich brauche dringend wieder solche Waben. Ach so, das ist einfach eine Abkürzung. Boah, ich dachte schon, wir würden jetzt das letzte Leben verlieren. Das letzte Webchen. Im Bienenwabenstuhl. Und da ich jetzt nicht weiß, wie wir hier noch einen Chiki bekommen können, würde ich sagen, dass wir mal rausgehen und uns die nächste Welt anschauen. Ich glaube, die 14 Chikis, die wir haben, oder sind es jetzt 15? Nein, 14 sind es, müssten reichen. Und dann, wo der letzte Ginger ist, weiß ich genauso wenig. Wo war der Eingang? Da hinten. Gibst du mir eine Wabe? Bitte. Ich riskiere es nicht. Wir sind eh gleich wieder in Grundhildes Reich. Da müsst ihr es hoffentlich Waben geben. Waben, an denen wir uns laben. Schöner Reim. Die Bestleistung dieser Welt ist nun 68 Noten. Ja, das ist schön. Wir haben nicht mal 100 Noten gesammelt. Da oben wurde das Puzzle gerade rausgeschossen, das heißt, ich werde mir das jetzt holen. Und natürlich die Waben hier. Ach so, so geht's nicht drüber. Über die lange Kanone, die da raussteht. Die lange, harte Kanone. Oh. Lassen wir das lieber wieder. Warum sammle ich den, wenn ich hier das Maximum habe? Ist ein Tick von mir, wie gesagt, dass ich alles einsammle, auch wenn ich es nicht brauche. In solchen Spielen. Jetzt haben wir in Grundhildes Reich auch schon zwei Puzzleteile. Hier mal wieder ein Safe State. Und wir schauen, ob wir schon in die nächste Welt können, wo auch immer die ist. Schau mal darauf. Zu wenig Noten. Ohne weitere Noten ist der Durchgang streng verboten. Da sind wir noch nicht durch. Durch das schöne, gut riechende Abflussrohr. Euer Ende, ich glaube, ihr seid Würmer, ich bin die Krähe. Das ist schön. Der magische Kessel ist aktiviert. Finde zwei gleiche Farbe, um eine Abkürzung zu schaffen. Hm, wir haben erst eine von dir. Und wir haben hier keine neue Welt. Das heißt, wir müssen tatsächlich in der Treasure Trove Cove noch nach weiteren Noten suchen, aber zuerst werde ich zurückgehen, weil ich glaube ich einen Kessel übersehen habe. Nämlich hier. Und hier können wir jetzt das Feld benutzen. Und sind bei Clankers Cavern, okay. Dafür haben wir bei Weitem genug Stücke. Wir brauchen 5 und haben 15. Oder Teile. Puzzlestücke klingt komisch. Bitte sei orange. Nein, bist du nicht. Ja, der magische Kessel ist aktiviert. Finde zwei derselben Farbe, um eine Abkürzung zu schaffen. Du wiederholst dich. Das hat uns dein Kollege schon gesagt. Der, by the way, genauso aussieht wie du. Nur hat eine andere Flüssigkeit in sich, sodass er eine andere Farbe hat. Nett. Ein Mumbo-Schädel da hinten. Nö. Können wir nicht verwenden. Ich bin gerade am Überlegen. Ich werde zurück zum Mumbo's Mountain gehen, damit wir dort wirklich alles haben und dort diesen Schalter betätigen.
Denn dann müsste sich hier auch etwas tun. Volle Leben, werde ich schauen. Ja, dann werden wir den schönen Stock da nicht zerstören, sondern ihn leben lassen. Servus, Ameise. Der war da hinten beim Affen. Warum hält sich Mumbang so viele Viecher? Stier, der Affe, das kleine Äffchen, diese Viecher am Anfang, die Gegner. Ach nein, ich will nicht schon wieder das mit Chimpy machen. Ja, ja, Chimpy ist hungrig, bla bla bla. Müssen wir ihm nochmal eine Orange bringen? Eine Orange. Vielen Dank für die Orange. Ich finde, Orange hört sich total beschissen an. Orange klingt so schön edel, so gehoben. So schön. Und Orange. Das klingt so unfranzösisch. So leger. So normal. So redet auch der Bauer am Feld, wisst ihr? Es ist richtig schrecklich. Richtig schrecklich. Scheiße. So redet auch der Bauer am Feld. Nur meint er damit was anderes. Das, was bei der Kuh anal rauskommt, meint er meistens damit. Oder auch Dünger genannt, wenn man es schön ausdrückt. Gibt noch ein Chigi. Das ist schön. Dann haben wir schon 16 Chigis. Raus hier. Und jetzt müssten wir eigentlich so raufkommen, glaube ich. Oder auch nicht. Ach nein, sag nicht, wir müssen jetzt noch eine Ameise sein. Komm. Das ist super toll. Wir müssen eine Ameise sein. Deswegen kommt man noch als Ameise raus. Das würde das immerhin erklären. Das würde den Umstand erklären, dass man als Ameise raus kann. Warum sammle ich denn nicht eine? Es bringt mir eh nichts mehr. Die werden eh nicht gewertet, wenn ich sie hier nochmal einsammle. Schnarch nicht. Verwandel mich. Wir sind eine Ameise. Vielen Dank. Wir gehen raus. Zu unseren Freunden. Oder auch nicht Freunden. Weil sie tun es trotzdem weh, wenn wir ihnen zu nahe kommen. Greifen die uns eigentlich an, wenn wir eine Ameise sind? Ja. Ja, verfolge uns, ja. Du kommst die Treppen nicht hoch, nett. Auch mal interessant zu wissen. Das heißt, hier oben sind wir sicher vor den Viechern. Und unten eigentlich auch, weil die so lahm sind. Können wir dich töten, indem wir auf dich drauf springen? Nein. Hi, wo hast du die coolen Shorts her? Kennen wir. Du wiederholst dich. Kannst du doch was anderes sagen? Momo-Magie gleich aus. Das weiß ich. Das nutze ich gerade total gemein aus. Passt irgendwie zu Halloween, diese Malereien hier. Ist zwar jetzt schon vorbei, das war letzten Donnerstag. Aber trotzdem, passt doch immer noch zur Zeit. Da
da oben war auch was, genau. Ach, ich bin natürlich falsch gegangen, denn wir müssen jetzt erst die Puzzleteile einsetzen. Hier in diesem Vorraum. Nämlich da oben, das haben wir ja letztens gesehen. Vor ein paar Minuten. Als wir zurück zu Momo's Mountain sind.